Wieso denn? Bin ich dumm? Bin ich einfach nur scheiße oder treffen die mich so gut? Wahrscheinlich ist es einfach beides. Wobei letzteres wahrscheinlicher ist. Oh, lol. Wo kam denn der her? Aha, der Kollege ist das. Weg mit dir. Lol. Komm runter, Lara. Boah, ich bin gerade total übertrieben fixiert auf dieses Game. Du Hurensohn. Oh, fuck, da ist noch einer. Lol, wo kam denn der jetzt her? Ich hätte die Bombe sprengen sollen. Okay. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder das Spiel kaputt gemacht. Aber scheinbar doch nicht. Okay, da können wir jetzt da mal das Ding aufruppen. Und dort hinein machen. Nachdem wir hier sämtliche Leichen erstmal gelootet haben. Aber das ist doch auch nicht normal. Nach dem kurzen Gemetzel habe ich wieder so viel Bergungsgut, dass ich locker irgendwie schon wieder 3, 4 Sachen gefühlt machen könnte. Okay, von der anderen Seite komme ich nicht hoch. Glaube ich jedenfalls nicht. Okay, doch, komme ich. Lol. Da ist er. Was zum Teufel? Außergewöhnlich realistisch. Habt ihr eigentlich gerade gesehen, wie krass Laras Haare gerade rumgespackt haben? Die waren voll verpixelt. Ich weiß, ich achte auf sehr seltsame Dinge in diesem Spiel. Aber dieses Spiel ist auch seltsam. Da kannst du nur auf komische Sachen achten. Erstmal ist hier noch was. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? Das ist möglich. Draufstehen tut auch nicht. Ach, jetzt sind wir wohl wieder im Schrein an der Schlucht. Ach, davon liegt ein Tagebuch, das können wir noch lesen. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. Soldat, letztes Gefecht. Diese armen Soldaten, sie hatten keine Ahnung, warum sie hier waren. Und sie starben ganz allein. Ich muss dem ein Ende bereiten. Aha, okay. Hier drinnen haben wir scheinbar nichts mehr. Ah, das ist das. Ich liebe es. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Ban Chang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Gute Frage. Ich habe mich gerade angesabbert, als ich Frage ausgesprochen habe. Oh, hier ist noch ein Buch. Es musste getan werden. Lara ließ mir keine Wahl. Hätte ich geglaubt, sie würde mitspielen, hätte ich sie eingeweiht. Aber ihr fehlt für dieses Geschäft die Härte. Sie ist nicht skrupellos genug. Und diese Entdeckung muss mir gehören. Ich habe die Grenze überschritten. Mein guter Ruf wäre dahin. Also gut, es tut mir leid, aber sie darf die Insel nicht verlassen. Die anderen auch nicht. Und was immer mit Sam passiert, macht die ganze Geschichte noch sensationeller. Mit Matthias oder seinen Solari kann man nicht reden, also muss ich mich nach Abschluss des Rituals schnellstmöglich absetzen. Ich bin der perfekte, einzige Überlebende und kehre dann mit den Behörden zurück, mit Kameras und einer angemessen überzeugenden Trauer. Der Typ ist so krank. Woodman. Die Grenze überschritten. Woodman, du Narr. Am Ende ist sein Ehrgeiz mit dir durchgegangen. Okay, ich muss doch die andere Seite zuerst machen. Lecker. Ernstens. Für dieses kleine Fitzelgebiet gibt's sowas. Eine Karte. Für dieses Gebiet. Ich verstehe diese Kartenplatzierung in diesem Spiel manchmal absolut nicht. Es ist schwachsinnig. Warum brauchst du für so ein kleines, dummes Gebiet eine Karte? Wie dumm im Kopf musst du sein, um für dieses kleine Gebiet eine Karte zu brauchen? Ich muss irgendwie darauf kommen. WTF. Ah, doch so. Ich habe erst überlegt, das ist doch die falsche Seite, aber es war die richtige. Okay. Zu meinem Glück ist das Ding unten abgebrochen. Wenn das Ding unten nicht abgebrochen wäre, das wäre übelst scheiße. Okay, den Sprung schaffe ich. Bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren du, Himiko, erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam, ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ist das gerade deren Ernst? Ich liebe dieses Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Aber erstmal ist da noch ein Buch. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Hoshi, ein Ende. Hoshi ist etwas Schreckliches widerfahren. Ich habe das Gefühl, dass ich dem gleichen Weg folge. Hoffentlich schaffe ich es, genauso tapfer zu sein wie sie. Ah, das ist schon echt eine kranke Geschichte. Mit der ganzen Geschichte hier rings um die Sonnenkönigin. An der Stelle muss ich mich fragen, wie zum Teufel ist die Storyschreiberin der neuen Tomb Raider Spiele auf so eine kranke Scheiße gekommen? Oh, was zum Teufel muss sie sich denn reingepfiffen haben, um auf so einen kranken Scheiß zu kommen? Ah, das letzte Lager. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Die ist auf jeden Fall schön. Und was dann im Finale und ich weiß nicht, ob ich das mit aufnehme, wie ich wahrscheinlich noch den Rest von diesem Spiel fertig mache. Jedenfalls sehen wir uns dann im nächsten Part von Tomb Raider wieder. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Demnach fehlt uns ja noch irgendwas für die Waffe. Hä? Okay. Jedenfalls suche ich im nächsten Part noch so ein bisschen extra Krimskrams, bis wir das Spiel fast 100% haben. Und dann machen wir weiter mit dem Finale von Tomb Raider. Bis dahin, ciao!